Hallo Berek, meine Freunde, was geht ab? Willkommen wieder auf meinem YouTube-Channel. Und zwar Season 1 Black Ops Cold War steht vor der Tür. Free Content, mega geile Sache. Und ich würde sagen, damit ihr im Hype drin seid, genauso wie ich, rein in den Trailer. Adler has some pieces of the puzzle, but doesn't know he's a piece himself. He won't live long enough to work that out. I won't show him the mercy he showed me. I was in charge of the production of Nova 6 on Rebirth Island. I answered to Colonel Kravchenko himself. I was loyal, my star ascendant. Until the Americans found us. That's when I met Russell Adler. He could not break me. Tell your boss, this is for Weaver. For letting Rebirth fall, Kravchenko sent me to Gulag, where I found my true calling. He's trying to bait you, Adler. No shit. But if we don't stop them, civilians are gonna die. Do it. What the hell? He's manufacturing Nova 6 again. Kill the rest. Adler is mine. So, jetzt sind wir hier auch schon in Cold War. Seit dem Update hat meine PlayStation einfach Bock mal wieder zu fliegen. Also es tut mir sehr, sehr, sehr leid für die Hintergrundgeräusche wegen meiner PlayStation. Es tut mir mega leid. Ich hoffe, mit der PlayStation 5 wird sich das ändern. Ja, ihr seht hier schon, das neue Update, heute ist der 8.12. ist draußen, das der Pre-Patch für bevor dem großen Update, ja. Das Riesen-Update kommt am 16.12. Und bei dem Update hier gibt es eine kleine Entschuldigung dafür, dass sich das Update vom 10.12. auf den 16.12. verschoben hat. Hier gibt es nämlich zwei Bündel, also kostenlose Force-Season-Belohnungen. Einmal den Bodenpatrouille-Bauplan für eine Waffe und auch den Exkavator-Bauplan für eine Waffe. Dazu gibt es eine Visitenkarte, zwei Talismänner, zwei Operator-Skins, ein Fadenkreuz, nee, und zwei Fadenkreuze. Ja, zu dem heutigen Update werde ich mich nicht viel äußern, weil da gab es nur kleine Bugfixes, wie zum Beispiel, dass Vorräte die Teammates nicht killen in Hardcore. So eine Sache, ja. Was natürlich blöd ist, dass mit den Tarnungen haben sie nicht gefixt. Grüße gehen rein, raus am Fate. Tut mir leid, für dich ehrlich. Ich hoffe, am 16.12. passt das für dich. Ja, ich würde sagen, ich gehe ins Gameplay und ich erzähle euch ein bisschen über das Update am 16.12. Rein da und ich hoffe, meine PlayStation ist da leise. So, da sind wir auch schon in der Runde. Ich muss ein bisschen Weitschüsse machen. Ja, und ich schwör's euch, ich bin einfach gerade aufgestanden, Digga, weil ich bin gerade mit meiner Freundin gegessen, hab schön Burger bestellt, aber das ist jetzt nebenbei. Ihr wollt wissen, was es Neues gibt in der Season 1. Und zwar habt ihr gerade am Ende des Trailers den neuen Operator gesehen, der heißt Stitch. Ich bin gerade mit meiner Freundin gegessen, hab einen Burger. Den werdet ihr frei bekommen mit dem Max Level in der Season 1, also Level 100. Und der heißt Stitch. Ja, was kommt noch Neues? Rebirth Island. Das wird die neue Warzone-Map sein. Das war damals die Map in Black Ops 4 namens Alcatraz. Ich blende sie euch mal hier ein. Was gibt es noch Schönes Neues? Es gibt drei neue Maps. Drei neue Multiplayer-Maps wird es geben.
Ist ja schön, dass ich hier Gameplay im Hintergrund liefern kann und auf Weitschüsse gehe. Da ist Weitschuss. Nice. Das war hoffentlich ein Weitschuss. Drei neue Maps wird es geben. Und zwar wird es die Map geben Raid. Die kennt jeder. Das ist eine alte Black Ops 2 Map. Außer man hat Black Ops 2 nicht gespielt. Die blende ich euch hier auch mal ein. Dann kommt noch eine neue Map. Ich glaube, Launch aus Black Ops 1 kommt auch. Ist mir aber nicht zu 100% sicher. Und als dritte Map, die habt ihr auch im Trailer gesehen, das ist die Map Mall. Mall, wie hieß die nochmal? Mall at the Pines, Pines oder was auch immer. So heißt die Map auch. Also ich hoffe mir da richtig geile Sachen von den Maps auf jeden Fall. Und von meiner Playstation, das drei neue Waffen ins Game. Und zwar wird die Mac 11 geleakt. Die wurde geleakt. Die Striker wurde geleakt. Die habt ihr auch im Video gesehen, wenn man genau hinguckt. Und ein neues Sturmgewehr. Ich habe jetzt vergessen, wie sie hieß, aber ich bin der Meinung... Ey, das war doch ein Weitschuss, Mensch! Eigentlich hätte ich schon fast gedacht... Achso, neue Modis kommen, so wie den ich jetzt auch zocke, hier... Achso, das Hardcore-TDM. Dieses Bündel, also Crossroad und Moskau, also neue Modis. Gunfights 2 gegen 2 kommen raus. Und ich glaube, das wär's tatsächlich. Neuer Zombie-Modus kommt raus. Neuer Zombie-Modus kommt auch raus. Für die ganzen Zombie-Player natürlich. Ich vergaß, sorry. Ja, und das ist eigentlich das geile neue Update. Und ich hoffe einfach, dass ihr das Gameplay gerade vermieden habt. Weil Road to Dark Matter macht sich natürlich nicht von allein. Na, Weitschuss, komm, bitte gönn mir den Weitschuss. Mach jetzt nicht den. Bitte. Ey, du Pisser. Ja. Das war's eigentlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So, Season 1, ich komme, Digga. Wir sehen uns Season 1, Alter. So, nochmals Entschuldigung für die Soundeinstellung. Meine PlayStation hat ihm den gegeben. So, ist jetzt auch spät, 12:30. Ich gehe jetzt schlafen. Das Ding ist, ich konnte einfach nicht mit mir selbst vereinbaren, dass das Video heute nicht online kommt. Deswegen sorry für die Soundeinstellung. Aber hätte ich da was Besseres aufgenommen, dann wäre es mir zu spät und ich würde auf Arbeit dann rumlaufen wie ein Knecht, beziehungsweise wie eine Leiche, und meine Arbeit darf ich überhaupt nicht vernachlässigen, sonst läuft gar nichts. Tschüss.